Servus Leute, herzlich willkommen zur dieswöchigen Postfolge. Und ja, ich habe heute zwei Briefe für euch. Zum einen, Moment, muss ich die Adresse zuhalten. Diesen hier. Oh, einen großen und einen etwas kleineren. Und ich bin sehr gespannt, was ich vorfinden werde. Ich habe keine Ahnung. Ich freue mich sehr. Schauen wir mal zuerst in den kleinen rein. Hier drin auf jeden Fall. Das ist der Brief. Na gut, dann widmen wir uns mal diesem Brief zuerst. Tut mir leid, falls die Rechtschreibung nicht gut ist und hoffe, du kannst alles lesen. Ja, also ich kann definitiv alles lesen. Schauen wir gleich mal, wer das geschrieben hat. Ich war das übrigens nicht. Hier oben ist es so leicht gerissen. Das war ich nicht. Also, liebe Julie, ich wollte dir einfach mal einen Brief schreiben. Ich liebe deine Videos. In Star Stable heiße ich Monika Festdotter und war schon mal öfters bei deinen Streams. Ich habe mir auch schon 100 Mal die Sternenpferde angesehen, denn ich finde diese Geschichte toll. Ich weiß, dass das schon sehr viele geschrieben haben, aber hör niemals mit YouTube auf. Ah, süß, danke schön für die vielen Komplimente. Hör niemals mit YouTube auf, haben tatsächlich schon sehr viele geschrieben. Vor einer Zeit hätte ich noch gesagt, auf jeden Fall in nächster Zeit höre ich nicht auf, weil es einfach mega viel Spaß macht. Jetzt zur Zeit muss ich sagen, dass ich ab und zu so Phasen habe, wo es mir nicht ganz so viel Spaß macht. Aber ich werde definitiv nicht ganz aufhören. Also nach Legende der Seelenpferde wird erstmal keine Serie mehr kommen. Ich werde vielleicht, ich werde einige Kurzfilme schneiden. Aber mit Legende der Seelenpferde soll es tatsächlich enden. Legende der Seelenpferde soll sowohl die Seelenpferde abschließen als auch Sternenpferde. Also dass es einen schönen runden Schluss gibt. Und genau. Noch ein paar Fragen. Wie oder darf man in die Opal Sisters? Man darf generell schon in die Opal Sisters, die sind ja wieder offen. Aber wir haben diese Regel, die wir auch einhalten, da gibt es auch keine Ausnahme, dass wir nur Freunde von Mittis aufnehmen. Weil wenn dann jemand im Club ist und der sagt, hey, ich habe eine Freundin, die ist so und so drauf. Und ich sage, ja, okay, die könnte zu uns passen in unserem Club, könnte ja auch die Atmosphäre bewahren. Dann sage ich, rein mit ihr. Und genau, also wenn ihr eine Freundin habt, die in den Opal Sisters ist, dann könnt ihr die fragen, ob sie mich fragt, ob ihr rein dürft. Im Prinzip gar nicht so schwer. So, bei welcher Firma hast du deinen Führerschein gemacht? Musst du nicht sagen. Möchte ich auch nicht sagen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also es war aber auf jeden Fall eine tolle Firma, eine tolle Führerscheinschule, eine tolle Fahrschule, so heißt's. Ich kann schon nicht mehr klar denken. Ich brauche ein längeres Wochenende. Samstag ist auch schon wieder fast vorbei. Aber gut, nee, es war, ich möchte nicht sagen, wie sie heißt. Das Einzige, was ich sagen kann, sie ist auch in Starnberg, da wo mein Postfach ist. Und man erkennt sie an den roten Autos. Ich war da wirklich sehr zufrieden. Ich habe jetzt auch noch mit der Fahrschule zu tun, weil ich im Moment meinen Motorradführerschein mache. Habe Anfang August jetzt dann Prüfung. Und ja, ich denke mal, das klappt. Also sind sehr, sehr nett alle. Ich gehe da gern hin. Könntest du bitte Catherine Yellow Watcher und Alina Fast Force grüßen? Kommt da wahrscheinlich noch hin. Ja, klar, kann ich machen. Liebe Grüße an die Catherine Yellow Watcher und die Alina Fast Force. Danke für die Antworten. Dann ist hier was ich nicht vorlesen darf. Ich lese es mir kurz durch. Also den Ort, den du beschrieben hast, den kenne ich leider nicht, Monika, tut mir leid. Und ich bin 14 Jahre, fast 15, kannst du vorlesen. Alle Bilder, die ich gemalt habe, sind von mir mit der Hand gezeichnet. Na, dann wollen wir die doch mal angucken, die Bilder von der Monika. Da haben wir eins, da hat sie hinten drauf geschrieben, hässlich. Ist da auch hässlich? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Ich schwöre, das ist selbst gemalt. Sorry, ist hässlich. Also ich finde es mega, mega schön. Sehr detailreich gezeichnet. Und gerade das gefällt mir eigentlich ziemlich gut bei dem Bild. Mir gefällt es sehr, sehr gut. So, dann sind hier noch ein paar Bilder. Sag mal jetzt, ihr malt immer so viel für mich. Ich bin vollkommen überwältigt. So, was haben wir hier? Unicorn und ein normales Pferd. Schön. Das passt zu meinem Motto, be a magical unicorn. Oh, sehr schön. So, und ein letztes Bild. Da kenne ich eine Katze.
Dein Kater Lilly, oder wie man ihn schreibt, ist auch selbst gemalt. Voll süß. Lilly schreibt man tatsächlich ein bisschen anders, aber du hast es fast richtig geschrieben, Monika. L-I-L-L-Y, also mit Doppel-L. Oh, danke schön. Wow, wirklich ganz, ganz tolle Bilder, liebe Monika. Ich habe mich sehr gefreut. Die kommen auf jeden Fall in meinen Ordner mit den künstlerischen Projekten von Fans. Dann widme ich mich jetzt hier mal dem zweiten Brief, dem großen hier. Ich habe den vorhin, habe ich den schon ein bisschen aufgemacht, weil das ist sonst, ich bin da nicht sehr geschickt drin. Und hier mal ausleeren. Oh, hier kommt mir direkt ganz viel entgegen. Moment. Ich sage ja, ich stelle mich super an gerade. So. Hui, da ist aber viel drin. Okay. Also hier sind so, oh, wie süß. Also das Erste, was mir gleich ins Auge sticht hier. Ein neues Pferdchen für meine Sammlung. Ah, und es hat eine Glitzermähne. Ganz süß. Vielen, vielen Dank. Ich liebe diese kleinen Pferde. Kommt auch da hoch. Da stehen schon die anderen zwei, die ich mal von euch gekriegt habe. Dann haben wir hier Haargummis. Kann ich immer brauchen. In Neonfarben. Ist auch sehr, sehr schön. Das mag ich gerne. So knallig. Tue ich mal dahin. So. Dann haben wir hier diese Armbänder. Ah, Love. Voll schön. Muss ich gleich dran machen. So. Ja. Wuhu. Und hier ist noch ein... Ah, eine Kette wahrscheinlich, oder? Schau mal. Das ist ganz lang. Mal gucken, ob ich das gemanagt kriege irgendwie. Au, ist ein Haar hängen geblieben? Das sieht auch cool aus. Ganz bunt. Das gefällt mir. Dann haben wir hier noch ein gebasteltes, nehme ich mal an. Schau mal. Was ist es? Ich schätze jetzt mal, es ist eine Kerze. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Mal gucken. Vielleicht steht es ja in dem Brief noch drin. Und das hier. Ach, das sind Ohrringe. Jetzt sehe ich das erst. Wie süß. Schaut mal. So kleine Eulenohrringe. Ah. Auch in Pink. Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich gleich erfahre, wer mir diesen Brief, diesen wahnsinnig langen Brief geschickt hat. Hier ist auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, was ich zuerst vorlesen soll. Ich nehme mal den Brief einfach zuerst hier. Kannst alles, oh mein Gott, vorlesen von Sophia. Ach du liebe Güte, schaut euch das mal an. Ich glaube, es ist der längste selbstgeschriebene Brief in der Geschichte meiner Fanpost. Jetzt bin ich beschäftigt für die nächsten paar Minuten. Von Sophia. Hallo Julie, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich dir schreibe. Hoffe, es stört euch nicht, Zuschauer, Ach so, nee, ich glaube, also mich stört es nicht und meine Zuschauer bestimmt auch nicht. So, ich schreibe diesen Brief in den Sommerferien und ich habe 6,5 Wochen Sommerferien und ich wohne in Thüringen. Ja, dann wünsche ich dir noch schöne Sommerferien. Ich muss noch bis übernächsten Freitag warten, leider. Weil in der ersten Ferienwoche muss ich auch arbeiten. Naja. Bitte, bitte. Ich habe dir ja in meinem letzten Brief geschrieben, dass ich ins Gymnasium gehe und jetzt bin ich sau aufgeregt, dass ich das nicht schaffe. Ich bin aber mit einem Notendurchschnitt von 1,8 draufgekommen. Aber egal, ich glaube, ich nerve damit. Also du nervst nicht und ich gratuliere dir ganz herzlich. Notendurchschnitt von 1,8 kann man doch nicht meckern. Ach, und du hast ja gefragt, welche Perlen das sind. Die muss man zusammenlegen und dann mit Wasser drauf spritzen und einen Tag warten. Ach so, okay. Stimmt, ich erinnere mich an den Brief. So, okay, dann die Fragen. Erstens, kannst du wieder ein Alle-meine-Pferde-Video machen und mit Musik unterlegen? Ist tatsächlich nicht in Arbeit, aber ich hab's vor. Spätestens zum 10.000-Abo-Special werde ich das machen. Spätestens. Vielleicht habe ich es auch vorher. Zweitens, wen magst du mehr, Kadi oder Fabi? Ich mag beide wirklich gleich gern, weil ich finde, die beiden harmonieren als Team einfach unglaublich gut. Das sieht man in den Videos, wo sie, ich schaue jetzt total gern die Pokémon Go-Folgen, wo die beiden immer unterwegs sind und Pokémon fangen. Und man merkt einfach, dass die gut harmonieren als Team. Und ich mag beide gleich gern. Also da gibt es keinen, wo ich sage, ich mag Kadi lieber oder ich mag Fabi lieber. Ich finde beide echt super. Sehr sympathische Menschen. Was sind deine Lieblingsblumen? Meine sind Lilien. Beantwortet eigentlich schon die Frage, meine Lieblingsblumen, langsam Jolie, Lieblingsblumen sind auch Lilien. Die riechen zwar nicht so toll, aber sie sind echt schön. Ansonsten bin ich noch ein großer Fan von Butterblumen und Margeriten.
Viertens, kannst du eine Roomtour machen? Habe ich sogar gemacht. Jetzt ist gar nicht so lange her. Du musst mal gucken. Ich glaube, im Januar oder Februar war das, da habe ich eine Roomtour gemacht. Und im Prinzip hat sich seitdem hier nichts verändert. Fünftens, in welches Land würdest du am liebsten auswandern? Ich würde am liebsten nach Neuseeland auswandern. Und nicht nur, weil sie da den Hobbit und den Herr der Ringe gedreht haben. So, seltsame Ableitung. Ich weiß, aber mein Bruder ist YouTuber. Ich habe einen Bruder und drei Schwestern, drei Tanten. Eine davon ist meine Patentante. Zwei Onkel und zwei Cousins. Ich weiß nicht, wie das richtig geschrieben wird. Ja, damit habe ich auch manchmal Probleme. Eine Mama und ein Papa. Ach, ich habe noch eine Frage. Wie funktioniert das mit Lifetime Starrider? Muss man da einmal was bezahlen und dann nie mehr außer Star Coins kaufen? Ich blicke nicht ganz durch. Also im Prinzip hast du es schon komplett richtig erklärt, Sophia. Wenn du Lifetime Starrider bist, Lifetime heißt ja Lebenszeit. Das heißt, solange SSO existiert, musst du dann nie wieder Starrider kaufen. Du bist dann für immer Starrider. Nur wie du schon geschrieben hast, wenn du Starcoins haben willst, die musst du dir natürlich kaufen. Oder du kriegst halt ganz normal deine 100 Starcoins jeden Samstag. So, wo war ich jetzt? Naja, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Ich vergesse bestimmt, was ich. Ich vergesse bestimmt was, wie ich mich kenne. Aber eins kann ich sagen, du bist hübsch, sympathisch, lustig, fantastisch. Fantasiereich, Entschuldigung. Du bist einfach toll, du bist die beste Julie. Ah, oh, danke schön. Voll süß. Ich habe dir. Loom heißt es, jetzt wissen wir es. Eine Loom-Girlande. Ach, das ist eine Girlande. Ich habe das jetzt als Kette angezogen. Ich hoffe, das ist auch in Ordnung. Ein Armband, zwei Haargummis, eine Pferdefigur, ein magisches Pony und eine mit fertig, nee, eine nicht fertige Geschichte reingelegt. Naja, das war es jetzt mit meinem Brief. Tut mir leid, dass ich so ohne. Was? Dass ich so ohne zusammen auch Ohrringe. Ach so, ohne Zusammenhang schreiben. Macht nichts, das kenne ich. Hab dich ganz, 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 ganz doll lieb. Deine Sophia. Oh, also der Brief ist echt mega lang und total süß. Vielen Dank. Ich lasse die Girlande jetzt einfach um den Hals. Das kann ja auch schick sein. Dann ist hier ein Bild. Das ist alles mit Tesafilm zusammengeklebt. Wow. Wie schön. Jolie und Lumina. Rückseite. Ich zeige euch das Bild gleich. Ich möchte nur kurz mal die Rückseite lesen. Ist jetzt nicht so hübsch, aber ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe, glaube ich, 2 Stunden gebraucht, deine Sophia. Also schaut euch das mal an. Das ist richtig, richtig schön. Vielen Dank, Sophia. Ich finde das ganz toll. Man sieht, dass du dir Mühe gegeben hast. Es sieht richtig schön aus. Man erkennt auch, wer es ist. Also ganz toll. Vielen Dank. So. Okay, also hier ist eine Geschichte. Deswegen sind hier so viele Seiten. Die darf ich nicht vorlesen, aber ich darf sie wohl selbst lesen. Und was haben wir hier? Okay, hier ist noch ein Foto von der Sophia. Das darf ich aber auch nicht zeigen. Also dann lese ich mir die Geschichte später auf jeden Fall durch und bedanke mich nochmal ganz, ganz lieb bei der Monika und bei der Sophia für die tolle Post diese Woche. Hätte ich echt nicht mit gerechnet. Ja, ich habe ganz viele Bilder wieder bekommen. Ich habe eine Girlande und ein Armband und ein Pferd und Ohrringe und eine Kerze, glaube ich, war das. Kommen und vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, ihr habt noch ein wunderschönes Wochenende. Und ja, ist übrigens ein neuer Part rausgekommen heute von Legende der Seelenpferde. Wer ihn noch nicht gesehen hat, Link ist unten in der Videobeschreibung. Ja, in diesem Sinne, noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns bald wieder in einem Video. Tschüss!